Ist der stabile Frieden, den oder der aus guten Gründen seit von den Mitgliedern der Europäischen Union zu den zentralen und hauptsächlichen Errungenschaften der europäischen Einigung, der Europäischen Union nach 1945 gezählt wird, gefährdet? Heute stellt sich nicht nur die Frage, ob dieser Friede in Richtung auf verstärkten Nationalismus gefährdet sein könnte und ob Europa oder ob Europa als eigenständiger Akteur der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik auf globaler Ebene mit eigenen Interessen in Zukunft irgendwann, wenn es mal eine europäische Verteidigungs- und Sicherheitspolitik gibt, auftreten könnte. Das Buch Friedensprojekt Europa mit Fragezeichen von Hans Joas, ich halte es mal hier in die Kamera, um das es jetzt gehen soll, versucht unter anderem diesen Fragen anhand historischer Fragestellungen nachzugehen und diesen Fragenkomplex anhand dieser Fragestellungen aufzuhellen. Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, in dem es jetzt und in der Buchbesprechung, wie schon gerade erwähnt, um Hans Joas Buch Friedensprojekt Europa Fragezeichen gehen soll und geht. Kurz zu Hans Joas. Hans Joas wurde 1948 geboren, ist Soziologe und Sozialphilosoph, hat einen Lehrauftrag als Ernst Troeltsch, Honorarprofessor an der Humboldt-Universität in Berlin und lehrt darüber hinaus als Professor und Mitglied des Committee on Social Thought an der University of Chicago. Komme ich dann einmal zum Inhalt des Buches. Wie gesagt, das wird vermutlich ein relativ kurzes Video werden. Joas geht in seinem etwa 100 Seiten dicken Buch auf einem Fragenkomplex nach, dem er sich weniger aus politikwissenschaftlicher Perspektive herschreibt, sondern an historischen Reflexionen nähert und nähern will. Fragen sind unter anderem die oben schon angesprochenen Fragen, oder Fragen, ob sich denn Europa damit zufrieden geben könne, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine stabile Friedensordnung erreicht zu haben, oder ob es aus dieser Errungenschaft Leitlinien für die Politik Europas gewonnen werden müssen und können, etwa gegenüber Staaten, die dieser Ordnung nicht angehören. Darüber hinaus wird die Frage nach der Art der Rolle der EU im als globalem Akteur gestellt, was ich ja gerade schon erwähnt habe. Und zudem wird das Verhältnis von Föderationen zu Imperien und zum Imperialismus beleuchtet und auch betrachtet und auch sozusagen die Gründung der Europäischen Union aufgrund von Kolonialreichen. Also England und Frankreich waren ja, ich glaube, Italien auch noch. Das weiß ich aber nicht zur Zeit der Gründung der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaften, immer noch Kolonialreiche, also die sich zwar in Auflösung befunden haben, aber waren es immer noch. Zudem findet auch ein Nachdenken, findet auch ein Überlegen zur Notwendigkeit einer europäischen Armee und zur Frühzeit der Stadt, wo er es dann, so wie ich es verstanden habe, wie ich es rausgelesen habe, kritisch sieht und sozusagen mehr Risiken in friedenspolitischer Hinsicht betont als anders als die Notwendigkeit der möglichen Notwendigkeit einer europäischen Armee. Also ich muss sagen, irgendwie, und da komme ich dann jetzt einmal ganz schnell, noch ganz kurz zum Fazit dieses Buches. Es ist ein recht kurzweiliges Buch über Europa als Friedensprojekt, das man gut an einem Nachmittag, Abend, an einem Tag, wie auch immer, zum Beispiel auch auf einer Zugfahrt lesen kann. Mich hat das Buch, als ich das gelesen habe, irgendwie nicht zu 100% überzeugt, da mir irgendwie nicht ganz klar wurde,
worauf Hans Joas als Autor, als Verfasser dieses Buches mit diesem Buch hinaus will. Mir hat irgendwie trotz des als Frage formulierten Titels Europa, Friedensprojekt Europa, Fragezeichen, eine Einordnung der Fragestellung bzw. eine Ausformulierung der Fragestellung Friedensprojekt Europa mit der Ausformulierung eines konkreten, jetzt wäre bei dem Titel noch eine Ausformulierung eines klaren Ziels, eines konkreten Ziels gefehlt, wohin die Gedanken bzw. Reflexionen führen sollten. Also er formuliert in den einzelnen. Ja, mir hat da irgendwie eine Einordnung gefehlt. Ich konnte mit dem Buch irgendwie keiner, also aus dem Buch für mich zumindest in dem Sinne keinen Mehrwert rauslesen, was ich da, was das jetzt bringt, in dem Sinne an keinen Mehrwert der Fragestellung, weil Europa ist letztlich ein Friedensprojekt. Klar gibt es Diskurse, dass man was, wie es jetzt, wie es gebraucht, oder wie Europa in Zukunft aussehen soll. Ich erinnere da nur an Ulrike Guerrero's Buch, warum Europa eine Republik werden muss. Und ja, mir hat da irgendwie eine Einordnung, in dem Sinne inhaltlicher Mehrwert gefehlt. Und Hans Joas schreibt es auch zu Beginn des letzten Kapitels, wieder die Selbstsakralisierung Europas. Das Zitat, sogenannte leidenschaftliche Europäer, werden meine Argumentation zum Vorwurf machen, dass sie retardierend auf die Herausbildung eines demokratischen und friedlichen europäischen supranationalen Staates wirken könnte. Zitat Ende. Und ja, also mir hat es irgendwie der in dem Sinne inhaltliche Mehrwert gefehlt. Ich konnte, fand zwar die Ansichten in dem Sinne ein bisschen zwar nachvollziehbar, kurzweilig, aber wie gesagt, genau. Ja, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächsten Freitag, nächstes Wochenende zu Beginn eines, zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Vergesst nicht zu abonnieren, zu kommentieren und zu diskutieren. Macht's gut, bis dahin.